ja. Weil Gero hat leider den Dienst verweigert. Also sind wir wieder auf The Island. Keine Ahnung, was da los ist. Also an den Mods liegt's nicht. Ich habe sämtliche Mods ausgestellt. Ich habe sie dann nochmal angestellt. Keine Chance. Lief nicht. Gut, ich hätte es jetzt auch auf der PS4 hier streamen können, aber hätte ich dann erstmal wieder starten müssen. Hatte ich dann jetzt gerade keine Lust mehr drauf. Ja, wir haben ja einiges an Tiere letztes Mal zusammengekratzt. Sollten wir mal gucken, dass wir unsere Hütte weiterbauen. Mal kurz was umstellen für mich. Das ist nämlich gerade nämlich ein bisschen blöd, weil bei mir fehlt nämlich unten das halbe Fenster. So. Ja, wir wollten jetzt noch Wände und so bauen. Holz haben wir definitiv nicht genug. Ein Biber wäre jetzt praktisch. Ah, gut. Müssten wir erst zähmen, aber wollen ja jetzt nicht lange zähmen gehen. Wir hatten ja gerade eben bei Scorched Earth schon die ganze Zeit gezähmt. Gut, wenn ich hier ein gutes Tier sehe von den neuen Tieren, werde ich das auch natürlich mitnehmen. Keine Frage. Oh, sorry, ich schluck auf. Aber im Großen und Ganzen wollen wir mal ein bisschen Progress hier haben. Aber man kennt das ja von Ark. Man hat immer so viel eigentlich vor und dann baut man, macht man doch was anderes. Ja. Na gut, Wände haben wir unten dann nicht mehr eine Schnellleiste drin, nur noch mit Fenster. Da brauchen wir ja noch welche von. Was fehlt uns da alles? Fasern. Haben wir mehr als genug? So, jetzt machen wir normale Wände. Ich muss jetzt gleich mal ganz kurz am anderen PC was umstellen. Ich sehe nämlich gerade, ich kann gerade nicht auf Facebook sage ich schon, auf Twitch zugreifen. Wenn mal wieder die Batterie leer ist von der Uhr. Beziehungsweise vom DOS. Und wenn die falsche Zeitzone eingestellt ist, kann man ja leider nicht drauf zugreifen. Uhr 43. Gut. So, probieren wir es nochmal. Weil sonst kann ich nämlich keine Kommentare lesen, die gerade im Stream geschrieben werden. Das ist ein bisschen blöd. Gut, brauchen wir sowieso jede Menge. Nur noch eine bauen. Stroh fehlt uns. Haben wir noch ein bisschen. Auch wieder nur drei.
So. Jetzt sehe ich dann auch mal, was ihr schreibt. Ein bisschen Fleisch wiederherstellen. Oh, es geht langsam. Mehr Holz. Ach ja, stimmt. Wir wollten ja noch Fleisch herstellen. Haben natürlich auch kein Holz da drin. Ich glaube, bis die Hütte fertig gebaut ist, haben wir den ganzen Wald abgeholzt. Wir müssen allerdings ein bisschen aufpassen. Normalerweise ist die Stelle hier relativ safe und hier rennen nur so ein paar Dillos rum, aber mit der Mod sind hier auch des Öfteren mal ziemlich böse Tiere im Wald. Keine Ahnung, welches Level der ist. Den hauen wir einfach mal um. Oh, Level 76. Aua. Ist gerade wie gerufen. Hier nix. Sehen wir einfach nebenher. So, reicht erstmal an Wände. So, mal gucken, wo wir die Treppe dahin bauen. Wir brauchen definitiv eine zweite Etage. Laufen ist immer leider ein bisschen langsam, weil man craftet, aber geht gerade nicht anders. Es ist natürlich kein besonders schönes Haus, aber ich denke mal, wir können am Ende noch ein bisschen was dran feilen. Ups. Ah, die anderen brauchen wir noch.
Ah, Treppe. Ach Mist, die haben wir gar nicht erlernt. Mehr Gewicht. Wendeltreppe. Da. Brauchen wir auch. Brauchen wir auch. Ah, perfekt, wir können ja nicht Betäubungsfeile herstellen. Agi-Sattel können wir direkt erlernen, den braucht man nämlich definitiv. Treppe. 200 Holz für eine. Da brauchen wir dann doch noch ein bisschen mehr. Ah, seitdem hier der K. Cardontosaurus oder so ähnlich heißt er ja, gespawnt war, bin ich ein bisschen nervös. Gut, das sage ich und habe hier einen Spino stehen. Aber gut, der Spino war festgebackt, der konnte nicht viel machen. Mega leck. So. Treppe würde ich sagen, hier irgendwo eine Ecke. Brauche ich die am besten. Bisschen Leder, können wir mal die Klamotten reparieren. Schrankstütter ist eigentlich blöd. Brauche ich hier am besten. Doch nur drehen. Snappt aber auch extrem blöd an. Ja, gut, das geht. Hier dann ein paar Böden, dann können wir hier das noch ein bisschen ausweiten, dann geht das eigentlich gut. Gut, hätte ich ja vorher gar nicht abreißen brauchen. Egal. Feuersteinstein. Stein, 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 Stein. Da.
Was brauchen wir denn für die Böden? Schräges Holzdach, Holzdach. Wieder zu wenig Holz. Mal komplett fertig gebaut kriegen wir das jetzt nicht auf die Schnelle. Leckt aber manchmal ganz schön. Kann aber auch sein, dass das gerade an OBS liegt. Und die Einstellung wahrscheinlich dafür dann ein bisschen hoch ist. Mit Mopsgeschwindigkeit. Oh Mann. Ja, ich sehe gerade, wir können auch unsere Armbrust mal reparieren. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir mehr Eisen noch besorgen gehen. Ach, Mist. Ich habe Wände gebaut. Falsche Taste gedrückt. Mist. Ist jetzt nicht schlimm, weil wir die Wände brauchen wir ja sowieso. Das war jetzt natürlich trotzdem ein bisschen blöd. Weil wenn man nämlich die ganzen Trank Darts herstellen wollen, braucht man auf jeden Fall gleich eine Menge Eisen. Gut, hat er jetzt nicht rausgeschmissen, egal. Ja, genau. Ah, der Dilo ist gezähmt. Auf 112. Kann man sich nicht beschweren. Komm mit. Schon wieder ein Weib. Heute schon die ganze Zeit bei Scorch Earth nur Weiber am Zähmen. Kann so lange mitkommen als Aufpasser. Da würde sich normalerweise der Dexo freuen, weil der ist ja immer nur auf Weibchen unterwegs. Wollen ja auch schauen, dass wir noch ein Binderungsthema haben. Habe ich überhaupt die Pflanzen dabei? Ja.
dass ihr dann gleich auch mal was mehr seht als nur bauen. Level up. Bergbauhelm, den erlernen wir tatsächlich sogar mal. Also ein Helm mit Lampe ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das Dilution ist auch ein Pipeline. Okay, ist noch in Range. Gut, hier ist jetzt ein bisschen überlappt, das ist ja nicht schlimm. Ich denke mal, da machen wir eine Art Balkon. Nein! Verdammt! Falsche Taste. Na gut, haben wir wieder Materialmangel. Ich würde sagen, wir gucken mal nach einem Binturong, bevor wir hier weiterbauen, und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen Eisen rankriegen. Mit wem reisen wir denn los? Genau, wir nehmen unser Konkavenator. Da haben wir zumindest etwas, was sich wehren kann. Relativ gut zu Fuß ist. Aber ich glaube, Eisen gehen wir gleich tatsächlich mit unserem Petri holen. Der kann zwar nicht ganz so viel tragen, aber wir sind auf jeden Fall schneller hin und zurück. Ja, gerade ein bisschen ruckelig. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen die Grafik runterschrauben. Die stellen wir mal eben so lange auf Mittel und die Nachbearbeitung stellen wir auch so lange auf Mittel. Dann zwar nicht mehr ganz so schön aus, aber zumindest für den Stream ist halt was flüssiger. Ich muss halt auch einfach mal den PC noch ein bisschen upgraden für die restliche Performance. Ja, das geht noch. Im Singleplayer ist das kein Problem, da habe ich überhaupt keine Probleme mit Rucklern, mit der Einstellung. Aber wenn auch die Streaming-Software und so läuft, dann ist das ein bisschen ruckeliger. Das ist immer noch ziemlich laggy. So, die Sichtweite drehen wir auch ein bisschen noch runter. Ist zwar ein bisschen schade, dass das dann nicht mehr ganz so schön aussieht. Ich muss einfach mal eine neue CPU bei Zeiten mal holen und ein bisschen noch den Arbeitsspeicher hochhauen.
Aber das mache ich noch bei Zeiten. Red Panda nehme ich auch gerne, wenn wir einen finden würden. Allgemein gerade hier keine Tiere irgendwie in dem Gebiet. Gar nichts. Ich wollte jetzt gerade schon wieder wie bei Scotch Earth zum Fernglas greifen, aber wir haben hier ja noch gar keins. Ein Oviraptor. Dicke, da ist ein normaler Kano. Ah, komm, Dicker. Dass er sich überhaupt mit dem Concavenator anlegt. Naja gut, Kanos waren ja schon immer ziemlich dumm. Ein Camarasaurus. Ein richtig schönes Arbeitstier. Entweder ein Oxalaya oder ein Spino. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ups, falsche Taste. Ah, aber wo es mir gerade einfällt. Wir hätten ihn gar nicht von mit der Axt farmen müssen. Wir haben doch unseren Segnosaurus, der spitzenmäßig ist für sowas. Naja. Man muss sich erstmal merken, was die ganzen Mod-Tiere so können. Hier ist aber auch gar nichts gerade. Ein Otter. Süß, aber nicht, was wir brauchen gerade. Den lassen wir aber mal neben. Falls der später noch lebt, können wir den auch mal zähmen. Der ist ja ein bisschen nervig zu zählen, weil wir den Fisch fangen müssen dafür. Und wir hinschleifen müssen. Aber die Ausdauer ist wirklich genial von so einem Concavenator, ey. Der kann ewig lange rennen. Dodo. Keine Binturong, keine Red Panda bisher. Ein bisschen Ausdauer tanken. Was da hat er eigentlich? Über 1000.
Klar könnte man jetzt mit den Flugtieren schneller alles überfliegen, aber die sind so klein, die Red Pandas und die Binturongs, die sieht man nicht. Ach komm, Kombi. Auch noch so ein Fall von dumm, beziehungsweise eine Menge Selbstüberschätzung. Bevor wir in dieses Gebiet reingehen, ich gucke mal eben. Okay, ist richtig eingestellt. Weil das kann ganz gut und gerne mal sein, dass uns hier so ein Caprosuchus direkt anspringt. Weil hier sieht man nämlich nicht unbedingt viel. Das ist auf jeden Fall hier eine schlechte Stelle zum Rübergehen. Wir schauen mal, dass wir irgendeine Stelle finden, wo das Wasser relativ flach ist. Vor allen Dingen, was wichtig ist, wo nicht ganz so viele Bäume sind, weil ich möchte nämlich gerne sehen, wo hier nicht rennen. Sehe nix. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier Richtung Redfoot eine schmale Stelle war. Ja, genau hier. Perfekto. Die Stelle habe ich gesucht. Müssen wir zwar ein kleines Stück durch Wasser, aber nicht ganz so weit. Da haben wir nämlich auch nicht die Gefahr, dass uns die Piranhas mampfen. Hier liegt noch meine Leiche vom letzten Mal. Wir müssen hier auf jeden Fall aufpassen. Weil auch wenn der Konkavenator ziemlich stark ist, der war beim letzten Mal fast tot gewesen, wo hier ein Thylakoleo mit relativ hohem Level runtergesprungen kam. Schlange. Müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir den Rückweg finden. Na, hier verlaufe ich mich nämlich ganz gerne mal. Mampf ihn auf. Oh, Level 92. Müssen auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig sein, weil hier sind auch nämlich auch ein paar Fleischfresser. Gerade hier im Wald, da hat der Konkavenator überhaupt keine Schnitte. Zum Beispiel so ein Rajasaurus. Welches Level hast du denn schöner? Level 8, okay. Oh, großes Miezekatze. Oh, Thylakolele.
Oh. Bei denen müssen wir echt aufpassen, die sind nicht ohne. Waren jetzt zum Glück recht low. So ein Thylakoleo werden wir uns auch noch irgendwann mal tamen. Na gut, der andere hat direkt Aggro gezogen, ist mitgekommen. Na, da kommen wir nicht hoch. Der gute kann nämlich leider nicht springen. Wie immer drehe ich jetzt für euch mal die Gamma hoch, damit ihr was seht. Gerade hier im Wald. Weil man sieht hier nämlich wirklich null, wenn es dunkel ist. Level 8. Die sind ja relativ schillig, die Gigantopithecus. Ein paar Beeren in die Leiste und die kann man dann auch schön passiv sämen. Schnecke, da braucht man erstmal Kuchen. Da muss ich erstmal gucken, wie das nochmal hergestellt worden ist. Habe ich so selten hergestellt. Sind aber sehr praktisch, weil die sehr, sehr viel Zement produzieren. Ehrlich gesagt, immer ein bisschen Schiss hier im Wald. Vor allen Dingen, wo beim letzten Mal da direkt zwei Thylakolelen vom Baum runtergesprungen kamen und mich dann mal kurzerhand zerfleischt haben. Gibt's doch nicht. Hier muss doch irgendwo ein Binturong sein oder zumindest ein Red Panda. Ist ja echt gar nichts. Kombinator, danke. Was haben die mir da zerbissen? Ja gut. Ist egal, ist nur die Stoffmütze. Nichts Besonderes. Mann, 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 Mann. Wände können wir gebrauchen, das können wir gebrauchen, das können wir gebrauchen, das. Na komm, wir nehmen alles mit.
So, Kamara, Beast Level 12, Level 16 und Sauropelter Level 20, alles nur Lobops. Aber immer noch kein einziger Red Panda. Gar nichts. Ameisen. Immer wieder auf den Nahkampfschaden. Na gut, dann würde ich sagen, müssen wir ein andermal nochmal einen Versuch wagen. Wir latschen in Richtung Base zurück. War echt gar nichts. Nicht ein einziges Red Panda. Hier irgendwo vorne an einem Gebüsch. Nö. Die sieht man aber auch so schlecht, weil die so klein sind. Die Gamma stellen wir auch gleich wieder runter, wenn es dann Tag ist. Und nachts überlasse ich die mal ein bisschen hochgedreht. Würde ich sagen, guck mal nochmal in der Umgebung von dem Gebiet, wo der gute Dextro sich aufgebaut hatte. Er hatte ja eigentlich immer relativ viele Red Pandas bei sich gehabt. Oder hier bei Stone. Nix. Glaube, ich muss mal so eine kleine Killtour machen. Mal ein paar Tiere wegfressen lassen, ein paar neue spawnen. Hoffnung, dass dann auch mal ein Red Panda oder sowas dabei ist. War schon Kingosauren. Oh ne, Gigantospino. Level 8 und Level 40. Ja. Da die aber Pair-Boosted sind, werde ich sie jetzt nicht angreifen. Aber der Level 40er könnte tatsächlich ein paar Probleme machen. Hier und da ein paar Grafikbugs leider. Liegt jetzt aber gerade an der Grafikeinstellung, weil ich alles runtergeschraubt habe. Damit es nicht so ruckelt. Also zumindest im Stream. Offline kann ich wieder alles hochschrauben.
Futterbalken, beziehungsweise Essbalken, den verliert man immer so leicht aus den Augen, wenn man gerade sich eher darauf konzentrieren ist, irgendwelche anderen Tiere zu finden. Aber hier ist ja echt null. Gar nichts. Auch Level 84 war ja sogar relativ hoch. Guckt aber nichts. Brauchen wir nicht. Haben wir ja schon einen so just for fun gesamt. Mal sehen, was unser Loot Drop hier Schönes für uns bereitet. Sieht so nach Wassertier aus, aber der ist so lahmarschig im Wasser. Bauplan. Und ich habe schon die besseren Lootkisten erhöht. Trotzdem nur Schrott drin. Sind wieder ein paar zum Wegmampfen. Paras bieten sich aber besonders gut an. Ja, hier auf dem Rasen muss man auf jeden Fall aufpassen wegen leuchtenden Augen. Ja, die sieht, muss man sehr vorsichtig sein. Hier sind nämlich immer Chordons ohne Ende. Und die sind nicht besonders freundlich. Nee, kein Glück. Na gut. Gehen wir noch beim Blutstrahl vorbei und warten, bis es Tag ist, und dann flattern wir mal rüber mit unserem Petri und holen ein bisschen Eisen. Was wollen die Kleinen überhaupt immer? Als ob die kleinen Kompis was reißen würden, dass sie sich jedes Mal so aufmüpfig verhalten. Okay. Ja, da sage ich nicht nein. Ist ja tatsächlich sogar mal was Gutes drin gewesen. So. Auch mal gerade nicht, auch gerade nicht. Einen Boden können wir platzieren.
Gewicht 182. Oh Gott, der hat ein bisschen Weight geskillt. Na, lass mich doch mal raus hier. Und wir können die Gamma wieder hier runterschrauben, ist hell genug. Ah, okay, hab schon runtergedreht und nicht bemerkt. Na gut. Ein Narwal. Männlein, Weiblein. Kein Horn, Weiblein. Hier vorne auf die Insel werden wir gleich gehen, da ist immer jede Menge Metall, vielleicht haben wir ja Glück und da ist ein Binturong oder ein Panda. Für die sich fragen, warum wir gerade die beiden jagen mit einem Red Panda, sind ein paar Tiere nur zähmbar, da die nur während man Red Panda dabei hat, nicht aggro sind. Gut, die Klamotten nehmen wir mit. Können wir mal gebrauchen. Und der Binturong beschleunigt, dass sie Hunger kriegen, während man zähmt. Normalerweise hat man im Optimalfall einen zweiten Spieler dabei, dass einer den Red Panda hat, damit der andere nicht aggro wird, und einmal den Binturong, damit er schneller hungert. Weil die haben so eine gewisse Range für einen Buff, dass man nicht angegriffen wird. Kann aber natürlich jederzeit passieren, während der Buff ausläuft, dass der dann gerade in dem Moment aggro wird. Da muss man bei manchen Tieren echt vorsichtig sein. Metallic Para, welches Level hast du? Du siehst gut aus. 96. Da müssen wir auch nochmal wiederkommen, wenn wir einen Adler haben. Der sieht echt cool aus, den möchte ich haben. Für die, die gerade zuschauen, habt ihr noch Bild? Bei mir ist nämlich gerade der Stream am anderen PC ausgegangen. Moment, ich muss mal ganz kurz auf Fenstermodus stellen, dann gucke ich mal eben nach. Streaming läuft aber noch. Okay, scheint ein Problem zu sein am anderen PC. Also ich kann eure Chats gerade leider nicht lesen. Na gut, mit den knapp 100 Eisen ist er leider schon voll. Aber wir können hier mal eine kleine Runde kreiseln und gucken, ob wir hier einen Binturong oder einen Red Panda sehen. Dann können wir den noch mitnehmen. Hm,
los. Wow. Klein und nervig. Müssen diesmal aber auch echt vorsichtig sein, dass wir nicht unbedingt attackiert werden, weil hier habe ich das letzte Mal einen Petri verloren. Der hat sich nämlich irgendwie von selber auf Flüchten gestellt. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich nerviger Bug. Und so wie einer mal gemeint hatte von der Dexter-Community, scheint das wohl an der Stack-Mod zu liegen. Weiß ich bisher nicht. Warten mal kurz ab. Oh, den stelle ich jetzt auf dein Ziel angreifen. Vielleicht bleibt er da mal hier. Na ja, komm, lass mich ran. Nochmal Lederklamotten. Ja gut. Brauchen auf jeden Fall, naja, mehr Schränke. Na, hier ist noch jede Menge Eisen, können wir aber nicht mitnehmen gerade. Unser kleiner Petri ein bisschen schwach auf der Brust ist. Moment, den können wir noch ein bisschen leveln. Ja, ich habe schon gesehen, Ausdauer ist ein bisschen low grad. Den Grinder machen wir mal zwecks Leveln. Also wenn ihr schnell leveln wollt, baut einen Grinder, baut dann mehrere Foundations, am besten aus Stein, und klatscht die alle in den Grinder rein und zerlegt die Sachen. Oder allgemein, wenn ihr Sachen findet, die ihr nicht gebrauchen könnt, einfach alles in den Grinder rein. Kriegt ihr nämlich ein paar Materialien zurück und kriegt ordentlich Erfahrungspunkte, während ihr daneben steht. Shops. So, echt Mangelware mit Binturongs. Sieht so aus wie ein Terziosaurus und ein Segnosaurus. Die sind harmlos, die sind nämlich nicht aggro.
Sollte man aber nicht unbedingt angreifen, weil die sind nämlich genau wie ein Terracino ziemlich stark. Und machen Konfetti aus der Rüstung. Oder aus dem Tier. Ja, im Zweifelsfall müssen wir einfach mal wirklich so eine große Killtour machen und hoffen, dass eine Witterung spawnt oder wenn Tiere gar nicht gespawnt sind, gibt es ja noch die Möglichkeit per Admin-Befehl quasi einmal alle Tiere, die gespawnt sind, zu löschen und neue spawnen zu lassen. Das ist dann meistens so der Plan B. Ist das ein Amphi? Ne, ist eine Schildkröte. Naja. Das da ist auf jeden Fall ein. Ist ja noch gleich. Baryonyx. Sollten wir im Auge behalten. Das letzte Tierchen ist auch ziemlich cool, aber ganz schön aggro. Da muss man aber echt aufpassen beim Sam. Das Ding hält leider nicht so viel aus, allerdings haut das ordentlich Schaden raus. Ich glaube, ich gebe es heute auf. Wir gucken, dass wir an der Hütte weiterarbeiten. Und andermal gehen wir nochmal auf Binturong Red Panda Suche. Ups, oder? Verstasse. Ich werde mal ganz kurz was machen, dass ich dann halt zwischendurch mal eure Kommentare wenigstens lesen kann. Ich habe keine Ahnung, was gerade mit dem anderen PC los ist. Ich kann auf jeden Fall gerade kein Internet nutzen bei dem. Internet ist definitiv an, sonst wäre der Stream schon längst ausgegangen. Sorry, das dauert einen kleinen Moment. Wie gesagt, der Rechner ist zwar schon ein bisschen verbessert worden, aber halt immer noch relativ langsam, was jetzt zum Beispiel ARK angeht. Da muss ich definitiv noch ein bisschen was rausholen. So, also Chat ist jetzt an. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich den Stream pausiere. Das ist so leider der Plan B für den Anfang.
So, ich das sehe, ist aber auch im Chat gerade überhaupt nichts los. Also ich werde alle paar Minuten mal umschalten dann auf Fenstermodus, damit ich da mal kurz nachgucken kann, ob was geschrieben wurde. Natürlich jetzt nicht so häufig. Unser Petri ist schon wieder aus der Puste. Aber allgemein irgendwie gerade relativ wenig Tiere, die hier gespawnt sind. Es kann sein, dass das auch wieder dieser Spawn-Bug ist, dass das irgendeine Map voll ohne Ende ist. Also ein Teil der Map. Und ein anderer Teil halt überhaupt keine Tiere hat. Das hatte ich auch schon öfters leider. Moment mal. Da war doch noch Eisen drin, das braucht man nicht mehr. Den Boden brauchen wir Fasern, Holz, Stroh. Na gut, wegen der Treppe hat er den Snap-Point. Ah, ich glaube, da kommen wir so nicht durch, ne. Okay, das hat so gerade für die Etage gereicht, aber nicht für den Balkon. Motorboot erlernen wir auch mal. Mal 1, 2. Ups. 1, 2, 3, 4. Okay. Da
mach mal Fenster. Da kommt, wie gesagt, der Balkon hin, sobald wir den bauen können. Kommt wieder Fenster, hier wieder Fenster. Ah, fehlt uns wieder Holz. Festgebackt. Moment, da muss ich mal kurz. Einmal per Admin-Sheet mal rauskommen. Nutze ich normalerweise nicht die Befehle, aber. Toll. Irgendwas buggt gerade. Aber warum? Komisch. Das sollte eigentlich nicht buggen. Okay. Na gut. Level 12. Knapp daneben ist auch vorbei. Ah, ich möchte ihn ehrlich gesagt lieber hier in der Nähe vom Land haben. Problem ist nur, wenn ich ihn jetzt anschieße, ist er definitiv Ritter. Also zumindest, wenn ich mit einem normalen Pfeil treffe. Ah, komm schon. Ah, egal. Wir gehen erstmal ein bisschen Holz sammeln. Von denen haben wir ja so oder so genügend. Bist du ein Opferbarer? Ah, okay. Selbst fürs Opfer zu low.
Es ist mal nicht ganz overweight, dass wir ein bisschen schauen können. Wieso ist er denn auf Krawall gebürstet? Was hat ihn denn angegriffen? Level 12. Keine Ahnung. Lebt noch. Ja, können ein paar viele gewesen sein. Brauche ich in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal. Ja, okay, komm. Können wir alle machen. Ja, dass das hier ein bisschen ungleich gebaut ist, das liegt in erster Linie leider daran, dass wir da nicht bauen konnten, wegen dem etwas schiefen Untergrund. Eine einzige fehlt uns noch. Na gut. Eventuell. Ne, leider nicht. Nicht genug Holz. Ach, ich bin auch blöd. Wir haben noch hier so einen astreinen Farmer. Nutzen den nicht. Müssen wir mal gucken, wie viel Holz der rausholt oder ob der in erster Linie Thatch rausholt. Wenn er nur Thatch rausholt, dann ist es mit der Axt doch besser. Testen wir mal hier. Okay, der holt überwiegend Thatch raus, aber trotzdem, es geht schneller als mit der Axt. Naja, okay. Thatch haben wir sowieso gebraucht, aber da sind wir doch ein bisschen besser bedient, wenn wir die Axt nehmen. Schade. Müssen wir uns doch mal so ein Kamara schnappen. Ja, wir haben mit dem noch nicht viele Level-Ups gemacht, also da fliegen jetzt erstmal die Levels. Vielleicht kann er nicht abbauen. Der Bug ist aber echt nervig. Ich verstehe aber auch nicht, warum der sich da jedes Mal festbackt. Die Leiter ist eigentlich ganz normal, also die Treppe ist eigentlich ganz normal rangesnatcht.
Das nehmen wir mal schnell raus, bevor wir da wieder versehentlich was herstellen. Das Dach bauen wir auch noch, aber da brauchen wir wieder unseren Petri für. So, mal gucken, wie wir das am besten bauen. Ich würde sagen, hier hinten den Teil Flachdach und dann gehen wir hoch vom Dach her. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So. Holz haben wir noch ein bisschen, aber auch nicht mehr viel. Reicht noch genau für einen Boden. Genau dasselbe passiert wie Dex. Ich habe das falsche gebaut. Schiede. Mist. Demo kann ich aber auch verstehen, dass er sich da geärgert hat, dass sie das noch nicht geändert haben. Also für zwei verschiedene Sachen das gleiche Icon verwenden ist mega doof. Okay. Das Holz nehmen wir lieber mal dafür. Weil wir werden nämlich uns jetzt ein bisschen was craften. Wir müssen auf jeden Fall mehr Metall besorgen. Für eine Longneck. Na gut, bei der Suppe brauchen wir jetzt nicht losfliegen, wir sehen ja gar nichts. Mal kurz checken, ob da schon jemand was geschrieben hat. Sorry, wenn ich da immer hin und her switchen muss. Aber bei mir ist der Fenstermodus da ein bisschen doof, man erkennt halt wirklich überhaupt nichts. Echt tote Hose heute im Chat. Bisschen schade. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch wenige Minuten und dann hören wir auch auf für heute. Dann haben wir, ich sag mal, die Hütte fast fertig. Da fehlt nur noch das Dach. Das machen wir auch noch. Aber heute nicht mehr. Und wir werden jetzt wahrscheinlich noch losgehen, ein bisschen was an Eisen holen.
Okay, wir brauchen wieder mehr Holz. Obwohl, ich glaube, wir haben relativ viel Stroh ge schon wieder festgebackt. Ich habe keine Ahnung, was das momentan für ein Mist ist, dass er sich da jedes Mal festbackt. Schießpulver könnten wir auch herstellen. Das machen wir auch mal. Schießpulver werden wir nicht auch jede Menge brauchen. Noch ein bisschen. So. Ach. Mann, wieso packt er sich da jedes Mal fest? Liegt er da an der Tür? Nö. Hab mich nur, woran das liegt, dass sich jetzt mal festbackt. Wie viel brauchen wir denn für so eine Rampe? Fasern, Holz, Stroh. Wir probieren es mal mit einer Rampe. Mal sehen, ob das dann immer noch buggt. Weil das geht mir ein bisschen auf den Sender, dass wir da ständig hängen bleiben. Nehmen wir direkt mal mit. Ich hoffe mal, dass wir danach das Problem nicht mehr haben. Doch muss ich mir was anderes einfallen lassen. Bisschen schade, weil ich fand die Stufen nämlich ein bisschen schöner. Aber wenn es buggt, bringt uns das nichts. Back trotzdem. Okay, das ist natürlich richtig blöd.
mach ich denn? Wir haben die Treppe doch gebaut gehabt. Wie können wir die jetzt nicht mehr herstellen? Oder habe ich die gefunden? Wahrscheinlich. Leiter. Strickleiter. Das Leiter drin? Nö. Wieso sind die Treppen nicht mehr drin? Verstehe ich es aber nicht. Nur diese Wendeltreppen sind gerade drin. Ja, ist irgendwie nicht mehr drin. Ist aber echt merkwürdig. Also irgendwas ist da auf jeden Fall gerade ein bisschen buggy. Weil wir haben ja die Treppe definitiv gebaut. Deswegen verstehe ich das gerade nicht. Weird. Na gut. Müssen wir uns ein andermal drum kümmern. Ah, toll. Nebel und Regen, eine schöne Mischung. Sieht man nämlich dann noch weniger. Aber wir gehen trotzdem mal los und holen noch ein bisschen Eisen. Oh. Aber uns fehlt noch was Wichtiges. Habe ich nichts zu mampfen dabei. Ja, den muss ich mal ein bisschen umparken. Der steht da am Weg. Oder den hier. Den hier. Komm mit. Na, jetzt blockiert er alles, der Sarko.
Ich bin auch gut. Ich denke an alles, nur nicht daran. Da müssen wir leider auch gerade mal einen Moment warten. Also komplett ohne Fleisch losziehen ist ein bisschen schlecht. Machen auf jeden Fall bald den Industriegrill in der Hoffnung, dass wir dann ein bisschen weniger Probleme haben. Also naja, eigentlich keine Hoffnung, das ist eigentlich sicher, dass wir da weniger Probleme haben. Allerdings braucht man da auch Strom. Und um das herzustellen, braucht man wieder jede Menge Metall. Na gut, während das herstellt, kann ich ja mal die ganzen Tiere ein bisschen leveln. Kann sagen, backt er jetzt auch schon an den Tieren rum? Allgemein backt das gerade. Gut, ich hatte ja eben auch schon die Probleme gehabt, dass Aberration sei schon, dass Valgero nicht starten wollte und die ganze Zeit abgeschmiert ist. Also irgendwas ist bei dem Patch ganz gewaltig schief gegangen. Und seitdem habe ich irgendwie ziemliche Probleme. Mein leider noch relativ low-leveliger Istio. Ist auch ein Farmtier. Sehen wir zumindest mal was, wenn wir fliegen. Kommen wir eh relativ schnell wieder zurück. Das Fleisch, was wir jetzt dabei haben, hat reicht. Wir werden auf jeden Fall dann gleich noch ein bisschen was hergestellt bekommen. Aber ich denke mal, wir werden jetzt nur die Tour machen und dann reicht das auch für heute. Oh, die Grütze da unten will ich auch mal zähmen.
echt Jornes nerviges Ding. Oh, Lag. Mega Lag. Na gut, dass ich jetzt noch zusätzlich den Explorer laufen habe, ist es nicht unbedingt zuträglich, sage ich mal, für die Performance. Oh. Ja, das hilft nichts. Ich muss leider den Stream-Chat ausschalten. Aber gut, da ist sowieso gerade irgendwie überhaupt nichts los. Was ein bisschen schade ist, wie gesagt. Muss ich ein andermal dann schauen, dass ich das Problem irgendwie gelöst kriege mit dem PC. Oh, da unten ist ein Alpha. Ja, mit dem Petri kann man leider nicht viel tragen, also so ein hohes Vorkommen an Eisen. Eine Tapete. Wo der gute Dex ja immer wieder sagt, die landen nicht. Gut, wir werden so ein normales Eisenvorkommen abbauen. Oh. Mit Abstand. Nee, ist zu riskant. Viel zu riskant. Der ist leider ein normaler Terzi. Oh. Oh. Ich sehe ja was anderes, was wir dringend brauchen. Etwas Kristall. Können wir uns nämlich endlich mal ein Fernglas herstellen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen zu viel für den Petri. Oder? Kriegst du das noch getragen, Dicker? Oh, so gerade. Ja, ich fliege mal wieder ziemlich tief. In der Hoffnung, dass ich dann doch noch einen Binturong oder sowas in der Richtung finde. Aber negativ. Nix. Nada. Ich werde es nochmal bei Dextro. Hoppala. Dextros Base noch eine Runde drehen. Beziehungsweise an der Stelle, wo er seine Base hat. Dann noch zurück, den ganzen Kram in die Schmiede packen und dann machen wir Ende für heute. Dann haben wir heute ein paar Stunden am Stück gestreamt. Einmal Scorched Earth auf der Playsee und einmal Island auf PC. Das sollte dann auch, denke ich mal, reichen für heute. Sorry dafür, dass ich dann relativ wenig streame in letzter Zeit, aber ich schaffe das einfach zeitlich momentan nicht.
Zumal das Let's Play ja auch schon immer sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Wie ich auch schon beim Let's Play erzählt habe, werde ich ja auch schauen, dass ich jetzt so ein bisschen reduziere, dass ich einmal, sobald Alundra durch ist, dann ein Let's Play weniger, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich noch mal ein Let's Play zwischenwerfen, allerdings werde ich da schauen, dass es ein kurzes ist, dass ich das dann in ein paar Parts abgedreht habe. Da habe ich dann auch schon Idee was. Und ich denke mal, Silent Hill werden wir dann auch bei Zeit mal weitermachen als Livestream. Wird dann ja auch ein komplettes Live-Let's Play. Dementsprechend auch bei Twitch sehr lange folgen. Beziehungsweise bei YouTube, bei Twitch ist klar. Huch, Lag. Nö, nix. Gar nix. Nicht ein Binto. Gar nicht. Absolut null. Ah, sollte eigentlich reichen, um bis bei der Base hinzukommen. Perfekto. Ja, ist ein bisschen schade, dass die Petris nicht rückwärts laufen können. Und dann mal ein bisschen schlecht geparkt hat. Müssen auf jeden Fall mal ein paar Fackeln hier einbauen. Na komm, passt. Fernglas, Fasern, Holz, Kristall, Leder. Holz, Fasern, Kristall, Leder. Können wir auch mal die Level checken, ohne dass wir dafür auf die Glocke kriegen. So, und wie angekündigt, machen wir dann auch hier erstmal Ende für heute. Wir haben ein bisschen, ja, Material gefarmt. Wir haben die Hütte weitergebaut. Da werden wir auch noch ein bisschen beschäftigt sein. Das Dach vor allen Dingen wird ziemlich knifflig werden. Da bin ich noch am Überlegen, wie ich das am besten mache. Also der vordere Teil wird auf jeden Fall Flachdach werden. Vielleicht mache ich dann auch vorne an eine Art Turm oder so, ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Aber wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Bis denn dann. Tschüss.